ideal wäre, in der Ladezeit einen Schnitt zu machen. Und wir kommen zurück und jetzt die letzte Map jetzt, Leute. Konzentration, die letzte Aufnahmesession. Oh, ah, es ist schlimm. Sag ich jetzt schon. So, bleib stehen. So, spawn bei mir ein bisschen Fahrzeug, aber erwartet. Galaxy Z46, du bist ein Teamplayer, auf jeden Fall. Erwartet auf alle Leute hier. Du bist ein Teamplayer. Richtig geil. Ich feiere dich gerade ein bisschen. Ohne Scheiß, das gibt es selten hier bei Battlefield. Die meisten fahren sofort los und wollen ihre Punkte einnehmen. Aber er hat gewartet. Saubere Sache. Kurz was trinken, ey. Ich hoffe, du hast was zu trinken bei dir stehen. Nö. So, den haben wir wenigstens gekillt hier, den einen Wichser, der gerade hier stand. Du bist ein Spieler, ne? Let's Player müssen sich ja nicht waschen oder irgendwas essen oder trinken oder auf Klo gehen. Nein, das sind ja Roboter. Die pausenlos irgendeinen Knopf drücken, aufnehmen und einen Knopf drücken zum Beten und hochladen. Das denken die Leute echt. Dass man nur einen Knopf drückt, aufnimmt und dann mit einem Knopf hochladen kann. Nö, sowas wie Videoschnitt gibt's nicht. Audiosynchronisation gibt's auch nicht. Nein. Ist ein Panzer! Fahr zurück, wer auch immer du bist. Fahr bloß zurück. Aber das denken die Leute wirklich. Denkst du auch, dass es nur ein Knopf ist, den ich hier drücken muss? Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, zum Aufnehmen schon. Aber danach kommt ja noch der Videoschnitt und die Audiosynchronisation plus Audiooptimierung. Das dauert. Und bis das Video gerendert ist, übrigens hat ein Video mal kurz 20 Minuten, etwa 8 GB. Das dauert, bis das gerendert ist. Ups und hops. Konntest du aussteigen? Ja, okay. Wir sind alle da. Alle sind da. Und auf mich wird geschossen. Und tot. Du auch? Ja. Wir können uns die Hand reichen. Ich reiche dir gerade imaginär die Hand. Mein Freund, wir sind gestorben. Gemeinsam. Gemeinsam sterben ist am schönsten. Und Felix ist auch dabei. Den reicht mir auch die Hand. So, bei A spawnen. Haben Kontrolle über Feuerbasis verloren. Und Leute, hier ist ein Gegner. Aufpassen, hier ist ein Gegner. Aber wo? Stellung geräumt. Gut. Unter Kontrolle. Jetzt ab zu B. Hier lang. Da ist ein Gegner! Hinter uns. Da kommen mehrere. Vorsicht. Fuck, Mann. Da dreht man sich um, da kommt der Wichser aus dem Gebäude gerannt. Ah, ihr seid auch tot? Nein. Wir verlieren. Ah, scheiße. Aber es ist einfach so behindert. Du drehst dich um und dann ist da so ein Wichser, der mit dem starken Scharfschützengewehr auf dich schießt oder mit dem starken Maschinengewehr. Da ist ein Panzer. Hau ab, du Wichser. Hau bloß ab. Mein Kollege, ich kann dich wiederbeleben, aber den Gegner hast du gekillt. Das hast du noch geschafft. So. Alles klar. Weiter geht's. Okay. Ich weiß nicht, wo du bist. Aber ich renne zu gerade zu B. Hopp. Oh Mann. Manchmal kann der Charakter einfach nicht springen hier. So, ich und Felix sind im Fahrzeug drin. Auf uns wird gerade geschossen. Egal. Ich fahre jetzt zu C, Felix. Falls einfach den Gegner im Auge behalten. So. Ab zu C. Da ist einer. Aha! Da oben steht einer. Scheiße. Da haben sie gekillt. Scheiße. Panzerfaust ist hier so overpowered in dem Spiel. Du bist ja auch schon wieder tot. Mensch, Konstantin. Du bist immer noch am Sterben. Ich bin bei dir spawnen und du bist tot. Ich muss immer bei Felix spawnen. Ich meine, er stirbt mit mir gemeinsam. Das ist immerhin schon mal etwas. Wenn schon sterben, dann gemeinsam. So, spawn bei uns, Felix. Hey,
Ach, Felix sage ich schon. Ah, Konstantin. Nee, hey, ist zu spät. Warte, ich treffe so gleich. Da kommst du wieder zu uns, genau. Das ist die richtige Einstellung. Ich sterbe eh gleich. Warte 2 Minuten, dann bin ich wieder da. Mann, spring doch über den Zaun, verdammt nochmal. Dieser blöde Charakter, ne? Warum springt ihr nicht über den Zaun? Und Felix ist schon 2 Kilometer weiter. Ja. Ach, mein Charakter ist so blöd in dem Spiel. Der kann manchmal nicht über so einen kleinen Zaun springen. Hoppala. So. Da ist einer. Da ist einer. Oh, fuck. Stehe unter Beschuss! Da! Schüsse! Ich rette dich, ich rette euch! So, tot. Nummer 1. Und. Na schnell! Nummer 2. So, aber ich beide wiederbelebt. So, du brauchst ein Medipack, Junge. Du brauchst ein Medipack. Hier ist ein Medipack. Falls jemand Heilung braucht, heilt euch. Ah, da ist ein Fahrzeug, Leute. Scheiße. Kommt ihr hin. So, ich weiß nicht, wie ich gerade wiederbelebt habe, aber er ist wieder da. Scheiße! Verdammt! Der hat mich gekillt. Verdammt! Naja, gut, kann passieren. Wer ist noch am Leben? Keiner von euch beiden. Klasse. Ah, geil, komm schon. Ich spawne beim Felix. So. Da ist ein Panzer. Ja, war ja klar. Handgranate fliegt. Da kannst du nicht drüber springen. Das klappt nicht, Felix. Das klappt nicht. Du musst ihn kaputt machen. Und dann hoch. So. Ich werde dich wiederbeleben. So. Kameraden muss man immer wiederbeleben, Leute, wenn ihr Medik seid. Hier ist Medizin. Dankeschön für die Medizin. Wir müssen aber jetzt irgendwie zu B kommen, aber da ist ein scheiß fucking Panzer. Oder hat einer von euch den kaputt gemacht? Der brennt. Geil. Aber auf mich wird geschossen. Und tot. Vorsicht. Ich weiß nicht, wer ihn gekillt hat, aber gut gemacht. Und er wird noch überfahren. Ihr zwei seid ja schon wieder tot. Das darf doch nicht wahr sein. Ihr stirbt genau in dem Moment, wo ich auch sterbe. Ich kann bei von euch niemanden spawnen. Okay. Felix lebt wieder. Gut. Wir müssen uns hier besser organisieren am nächsten Mal. Weil irgendwie sterben wir die ganze Zeit. Hier ist Munition. Ich meine, ich bin Noob. Ich kann es mir behaupten, dass ich ein Noob bin, aber. Alter, wer schießt hier? Okay. Gut. So. Wir haben die Feuerbasis verloren. Wie gut die sind, die Gegner. Die sind echt gut. Leute, kommt zu A. Ich stehe bei A. Und ich hoffe, dass es keinen Sniper hier gibt. Kein Sniper. Boah, ich wollte gerade schießen, ne? Aber du hast mich gerade. Ich habe mich gerade so erschrocken, ne? Oh, Konstantin, ey. Warte, ich werde dich wiederbeleben. Wo bist du hingeflogen? Da komme ich gar nicht hin. Wo ist denn deine Leiche hingeflogen? What the fuck? Noch auf dem Dach. Also bei mir bist du nicht mehr auf dem Dach und ich glitsche gerade und bin gestorben. Oh Mann. Alter, wo ist denn deine Leiche hingeflogen? Was war das für eine Logik? Wahrscheinlich warst du bei dir noch auf dem Dach, aber bist du gerade durch die Decke geflogen von dem Gebäude und lagst irgendwie unten. Okay, ihr seid beide wieder tot. Warum wundert mich das irgendwie nicht? Okay, ich spawne jetzt bei dir, Konstantin. Also bitte nicht sterben. Ja, sorry. Ist doch berechtigt, oder? Ich meine, ich sterbe auch die ganze Zeit wie so eine Eintagsfliege, aber... Oh, da ist ein Panzer. Scheiße, ich bin am Arsch. Verdammt! Warum ist jedes Mal, wo ich hinrenne, ein Panzer? Alter Schwede und tot. Ey, die sind überall, ne? Mann.
Ich wollte gerade bei Felix spawnen und er ist gestorben. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ich weiß nicht, ob es Part 4 oder 5 ist, aber wir sterben wie Fliegen, ey. Ich glaube, wir spawnen jetzt mal bei unserem Mitspieler hier. Er heißt Abraham Real M. Er ist Sniper. Gut. Ja, komm, ich steig bei dir auf. Weh, du stirbst, ne? Nein. Na, danke, Felix. Na, danke schön. Wir beide müssen leider zu Fuß laufen. Felix hat ihn einfach mitgenommen und uns stehen gelassen, weißt du? Nee, jetzt kannst du auch alleine fahren. Der andere fühlt sich jetzt wie der Oberking, weißt du? Oh, fuck. Ich glaube, ich habe da gerade einen Panzer gesehen. Ich kann mich auch irren, aber da war irgendwas Großes. Geh da bloß nicht hin, folg mir einfach durch das Gebäude. Auch wenn es lästig ist, diese Umwege zu gehen. Hier ist eine Sackgasse! Spring über das fuck, Mann. Hier lang. Pass. Ja, wir haben eh verloren. Guck mal, 31 zu 153. Wir haben sowas von verloren. Aber egal. Den Punkt nehmen wir jetzt noch ein. Die paar Punkte nehmen wir jetzt mit. Alter, hier ist ein Gegner. Pass auf, wo du hinschießt. Hier ist ein Gegner. Irgendwo ist ein Gegner. Das geht zu langsam. Jetzt ist er weg. Jetzt geht's schnell. Siehst du, jetzt geht's schnell. So. Bleib stehen, Mann! Du, boah, was ist das? Das ist so ein Idiot, ne? Ah, okay, er hat's gehört. Falls du mich gehört hast, ich nehm's zurück, du hast... Raus hier! Toll, danke! Für diesen wunderschönen Tod. Danke. Macht's nicht, Leute. Steigt niemals bei Fremden ins Auto ein. So geht's aus. Ihr werdet sterben oder missbraucht. Eins von beiden. Aber Konstantin lebt noch, respawn bei dir, so. Du hast es überlebt. Sehr schön. Ich bin stolz auf dich. Das erste Mal konnte ich bei dir spawnen. Das erste Mal. Ich bin wirklich stolz auf dich. Ey, auf mich wird geschossen. Du bist tot. Willkommen zurück. Was läuft? Was läuft? Ja, du stirbst nur 10.000 Mal? Ich weiß gar nicht, wie oft ich dich schon wiederbelebt habe. Das können ja mal die Leute in den Kommentaren zählen. Aber sehr oft schon. Warum ist hier die Tür zu? Rein hier. Oh, ich bin schon wieder tot. Wo bist du? Wo liegt deine Leiche schon wieder? Hä? Wo liegt denn deine Leiche, verdammt? Ich sehe auf der Karte nicht mit deiner Leiche. Da kommt ein Gegner. Da kommt ein Gegner. Okay, du musst leider neu spawnen. Also bist du ja schon wieder. Meine Nase juckt. Da ist schon wieder einer tot von uns. Oh, wir haben verloren. Oh, Wunder. Diese Mission ist verloren. Dabei waren wir so gut. Wir waren die absoluten Pro-Gamer. Und wir haben verloren. Skandal. Das Spiel ist manipuliert. Weißt du, weil es gerade so geil war, wir nehmen jetzt direkt noch eine Session auf, also noch ein Part. Wir haben gerade 13 Minuten und mindestens 30 Minuten müssen voll sein. Also, ich müsste das leider noch weiter mit mir rumquälen. Tut mir leid. Und wenn es geht, jetzt nicht so oft sterben. Und nein, oh mein Gott, ist Atrix, ich gehe jetzt nicht in deine Party. Tut mir leid. Wenn du Battlefield Bad Company nicht startest, dann kannst du gerne hier reinkommen. Aber wenn du es nicht spielst, Pech gehabt. Oase. Ich glaube, ich habe es auf Twitter angekündigt und auf Facebook, dass ich das spielen werde. Das war also nicht wirklich spontan, aber egal. So. Oh, jetzt sind wir die Russen. Werner, die Russen kommen. Kennst du den Film? Du kennst nicht Werner Beinhardt? Achso, ja, klar. Wo Röhrig sagt, Werner, ich glaube, die Russen sind da. Oder im Keller oder irgendwie sowas war das doch. Boah, ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen. Ich glaube, ich muss ihn nochmal angucken. Guckst du eigentlich irgendwie Animes oder Mangas, ihr beiden? Guckt ihr sowas? Danke für die Antwort. Ich weiß, dass Felix nicht antworten kann, aber du kannst antworten, Konstantin. Hä? Wo ist deine Antwort? Konzentrier dich bloß nicht zu viel. Aha. Gar nicht. Ey, ich versuche gerade über eine Mauer zu springen, aber ich komme nicht drüber. Fuck, bin ich ein Kerl, du auch nicht? Bist du... Scheiße, wie ihr mir alles nachmacht. Ich bleibe hängen. Oh Gott. Ich hab mich gerade so arsch... Da kommt der Nächste. Der Nächste. Scheiße, hab mich gekillt. Fucking Nachladezeit. Lass mich raten, ihr seid tot. Nee. Noch nicht.
Ich spawn bei dir. Achtung, ich komme zu dir. Ich bin da. So. Ich glaube, dieser Typ, ne, der mit uns spielt im Squad, der uns nicht hören kann, dieser Abraham, der hält das für absolute Kackboons, ey. Der ist voll gut. Ah, da kommt ein Gegner. Pass auf, genau vor dir kommt ein Gegner. Da kommt, da ist einer. Der hat gerade unseren Kollegen gekillt. Ich will den wiederbeleben. Geschafft, geschafft, geschafft. War zwar knapp, aber ich hab's noch geschafft. Da ist einer im Haus. Scheiße, er hat mich gekillt. Im Haus. Der hat mich gerade umgebracht. Der ist mit im Haus drin. Gut gemacht. Wer auch immer ihn gekillt hat, sehr gut. Der ist mir direkt in die Arme gelaufen und ich war leider zu langsam zum Reagieren. Und Felix rennt. So. Oh, toll, wir haben wieder B verloren. Okay, Abraham ist auch da. Wir müssen irgendwie an unserer Zusammenarbeit irgendwie arbeiten. Ich meine, Abraham kann uns nicht hören. So. Da ist schon wieder jemand tot. Nein! Die waren zu zweit, die Hohensohn. Ich wollte den einen gerade abknallen und dann kommt der nächste. Boah, Proto Vega, du gehst mir richtig hardcore auf den Sack. Da habe ich, glaube ich, schon 5000 Mal gekillt. Bleib bitte leben, wenn es geht. Bleib leben! Boah, gut, ich habe gerade gesehen, wie du den gerade ganz knapp gekillt hast. Und jetzt bist du tot. Ah! Nein! Scheiße, ich bin so ein Kackboon. Ich will dich wiederbeleben, jetzt bist du wieder am Leben, aber ich sterbe jetzt. Ich sterbe jetzt! Alter, was ist hier? Was gibt's hier? Ab! Ich schieß einfach nur, egal. Boah, ich hab gerade voll den Überblick verloren, ne? Ich wollte gerade wieder überleben. Ich schmeiß ein Medikit hin. Ich so, ich Idiot. Und da war ein Gegner vor mir, ne? Voll die Panik hier. Scheiße, und du bist tot. Ja, war klar. Ich schenk dir neues Leben und du... Alter, ja, aber ich schenk dir neues Leben und ich sterbe. Danke. Und du stirbst auch noch. Egal, jetzt bin ich im Fahrzeug mit Felix. Yay! Also wir werden also alle drei gleich schmerzhaft sterben. Wie kommst du denn auf sowas? Weil es die ganze Zeit so ist. Es müsste, glaube ich, Part 5 oder 6 sein, aber wir sind die ganze Zeit gerade richtig hardcore am Sterben. Und alle feiern die Leute, die uns die ganze Zeit umbringen, wie Helden im Let's Play. Ey! Geil, Mann, du hast einen eiskalt überfahren! Gut gemacht, Felix! Eiskalt überfahren! Alter! Wir kriegen einfach mal so 50 Punkte geschenkt, weil wir dabei sind und nichts machen. Geil. Das war gut, Leute. Felix, Daumen nach oben für diesen Part, ja? Er hat den eiskalt überfahren und wir haben nichts gecheckt. Da ist einer. In dem Gebäude ist einer, Leute. Nein, wo fährst du, Felix? Oh, hinter. Wo? Ja, toll, du bist schon wieder tot. Also Leute, ich weiß nicht, welcher Part das ist, aber im nächsten Part wird auf jeden Fall der gute Konstantin hier besser im LP sein. Er wird fleißig üben, ne? Du wirst auch fleißig üben, ne? Ja, klar, natürlich. Wie das klingt, ja, klar. Leck mich am Arsch. Bestimmt nicht. Ich verschwende doch nicht meine Zeit mit diesem Spiel hier. Warum auch? Aber Alter, ich spiele gerne mit dir, wenn du Training brauchst. Gerne. Naja, ein Kackboon hilft den anderen Kackboon. Du, bist du schon wieder tot? Ich hab einen gekillt. Wo liegt denn deine Leiche? Oh, da war einer. Da vorne liegt... Du guckst deine Leiche an, du Wichser. Ich hab einen gekillt und der hat mich dann auch gleich... Ja, und der eine Typ, gerade mein Gegner, stand vor deiner Leiche und guckt den an. Ah, boah, ich hab, sorry, Leute. Sorry, Jung. Er hat sich genauso erschrocken. Hast du gesehen? Aber hier sind Gegner. Scheiße. Das war vielleicht unclever, ihn so zu erschrecken. Verdammt. Das ist mir schon so oft passiert, ne? Ich renne um die Ecke, da kommt ein Verbündeter von mir und ich schieße. Weil ich mich so erschrocken habe. Und der schießt dann auch, ne? Und dann werden wir von hinten gekillt von einem Gegner. Weil es so voll behindert. Das ist typisch Battlefield. Das ist typisch Ego-Shooter. Weil man einfach... Du kannst hier nicht drüber springen, Mann. Wie oft denn noch? Ah, Mann, der Zaun ist doch kaputt. Spring drüber, Mann. Oh, fick dich, Zaun. Fick dich, Zaun. So, fick dich, Zaun. Nochmal zum 100. Mal. Weißt du, wir sind übrigens wieder am Verlieren.
So rein zufällig. Da ist übrigens ein Gegner. Mein Fernseher schaltet sich in 5 Sekunden ab. Nein, nicht ausschalten. Gut. Ich konnte gerade noch den Energiesparmodus. Wer ist hier wieder tot? Wer von euch ist hier wieder tot? Irgendjemand grünes, also aus unserem Squad ist tot, aber ich kann ihn nicht wiederbeleben, weil auf mich geschossen wird. 2 gegen 1, Leute. 2 gegen 1, sogar 3. Ja, genau. Der Applaus ist für euch 3. Ihr seid solche Helden. 3 gegen 1. Und ich bin auch noch ein Noob, ey. Ich glaube, dieser Abraham hier, ne? Bei dem spawn ich jetzt mal. Der hält uns für so einen Kack. Für Kackboons, weil wir die ganze Zeit sterben. Ich hab ihn gekillt! Glückstreffer, sage ich nur. Hier ist ein Medipack. Falls ihr braucht, Lungs, Jungs, hier. Ich sag schon Lungs. Sniper! Wer ist schon wieder gestorben? Wer ist denn hier schon wieder gestorben? Da ist ein Panzer. Ein Panzer? Wo? Da bist du auf jeden Fall. Ich sehe dich hier. Zumindest anhand deines Markers. Alter! Links! Links einer von dir! Links kommt einer von dir! Und das Gebäude stürzt ein. Ich hoffe, du bist aus dem Gebäude raus. Du, okay, ich dachte gerade, du wolltest auf dem Dach stehen bleiben. Das wäre schlecht gewesen, weil hier ist ein Sniper auf den Gebäuden. Ich bin direkt hinter dir. Aufs Dach? Komm, wir gehen aufs Dach. Egal, komm. Shit happens. Nein! Hä? Das war ein anderer. Im Gebäude ist einer. Pass auf. Ey, die machen es aber. Unsere Gegner machen es richtig. Die sind zu mehreren Leuten. Mindestens zu dritt. Die machen es richtig. Handgranate, Achtung. Oh oh. Ich bin fast tot. Lebst du noch? Okay. Noch, ja, noch. Du kannst schon hier den Tod sehen. Der grüßt dich schon. Hi, wie geht's? Wir kennen uns, haben es lange nicht mehr gesehen. Ah, verdammt, da ist ein Fahrzeug. Ah, da ist ein Gegner. Nein! Oh, ich bin so ein schlechter Schütze mit dem Controller. Das darf nicht wahr sein. Ich hab den kein einziges Mal getroffen. Nein, jetzt ist ein anderer. Oh, fuck, Mann. Aber du lebst noch. Hey, guck mal, Abraham ist rausgegangen, weil wir so schlecht sind. Hier ist ein Medipack. Ich weiß, das sind viele Gegner. Das sind 2 Gegner. Ich weiß, aber die laufen wahrscheinlich jetzt hinten lang, um uns zu überraschen. Falls du stirbst, ich kann dich wiederbeleben. Aber wenn ich sterbe, sind wir am Arsch. So. Ich habe gerade einen Schuss abbekommen. Alter, wo rennst du hin? Ja, lass mich alleine, genau. Lass mich hier als Kanonenfutter, genau. Ich bin tot. Ich bin tot. Das, Leute, auf YouTube, ne, und ihr liebe Community, das ist Teamplay im wahrsten Sinne. Der rennt einfach eiskalt weiter. Oh, und wir sind auch noch im TS hier, weißt du, wir können uns verständigen und du rennst eiskalt weiter. Oh, das darf doch nicht wahr sein, Mann. Konstantin. Konstantin. Der Felix ist der Einzige, der hier wirklich Teamplay macht, ja? Und der kann uns nur hören, der kann unser Scheißgelaber hören hier, weißt du? Der denkt sich wahrscheinlich, was für Spaß dies. Aber, naja, er rennt zum Fahrzeug. Ich renne hinter dir her, Felix. Warte, 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 warte. So, bin drin. Da kommt er. Achtung. Wenn du ihn mitnimmst, sterben wir. Wenn du Konstantin mitnimmst, sterben wir. Also fahr bitte weiter. Nein, Spaß. Fahr rückwärts. Nimm ihn mit. Fahr rückwärts. Fahr rückwärts. Doch. Wir sterben so oder so die ganze Zeit wie fliegen. Also bitte. Gameplay und Pro-Skill gibt's hier nicht. Hä? Ich glaube, ich wurde gerade gesniped und gekillt und gleichzeitig kam, dein Team hat verloren. Das war episch. Der Kill zählt, glaube ich, nicht mehr. Hoffentlich. Scheiße, sind wir schlecht. Was, ich bin schon wieder Fünfter? Ich bin gar nicht Letzter. Nee, Letzter bist du nicht.
Aber der Letzte hat 0 Punkte. Aber der hat einen ziemlich hohen Rang. Sollte sich eigentlich schämen. Falls er nicht gerade neu gespawnt ist, ansonsten solltet ihr euch schämen. Ihr zwei. Das ist der schlechteste von dem anderen Team. So, komm, wir nehmen noch ein Part auf.